Ich habe ja versprochen, wir lernen jetzt einen Mann kennen, der sich fantastisch mit Putzen auskennt. Ist das richtig, Herr Schmidt? Also ich glaube, meine Frau würde dazu sagen, eher nein. Aber zumindest bin ich jetzt mal mit diesen Aufgaben betraut im Rahmen dieses Fördervereins Sicheres Sauber Stuttgart. Es heißt Let's Putz. Das ist ein Wettbewerb, um den es jetzt geht. Was verbirgt sich hinter Let's Putz? Also Let's Putz ist eine Erfindung des Fördervereins Sicheres Sauber Stuttgart. Dieser Förderverein gibt es seit 97 und das Projekt Let's Putz auch schon seit 98. Das ist eigentlich ein Wettstreit unter den Stadtbezirken hier in Stuttgart. Das heißt, es wird versucht, so eine Art Konkurrenzkampf zu entfachen zwischen den Stadtbezirken. Man versucht eben möglichst dezentral, möglichst viele junge Leute, Schüler, Kinder mit in dieses Projekt dann zu integrieren. Und es geht darum, dass jeder seinen Stadtbezirk sauber macht. Genau, also zumindest ist es ein Teil dieses Projekts oder dieser Initiative. Viel wichtiger ist aber auch einfach diese Umwelterziehung. Das heißt, also man versucht, den jungen Leuten beizubringen, möglichst früh, präventiv einfach diesen Ordnungssinn zu vermitteln. Dass es wichtig ist, dass man eben eigenverantwortlich für seinen Stadtbezirk auch verantwortlich ist und dass man einfach da ein bisschen Sorge trägt, dass der Müll nicht achtlos rumgeschmissen wird, sondern dass man einfach auch schaut, dass er dann jeweils in die Mülltonnen dann wandert. Aber kommen wir nochmal zurück. Also ich sitze normalerweise mit meinen Freundinnen am Wilhelmsplatz, am Stuttgarter Süden, im La Concha, bei einem leckeren Bierchen. Jetzt würde ich aber sagen, nee, ich habe Lust, bei Let's Putz mitzumachen. Wie kann ich da mitmachen? Wo muss ich hingehen? Wo muss ich mich hinwenden? Also da ist es so vorgesehen, dass Sie Kontakt aufnehmen mit dem Bezirksamt, in dem Sie wohnen. Aber Sie können natürlich auch in einem Stadtbezirk mitwirken, in dem Sie gar nicht wohnen. Da melden Sie sich beim Bezirksamt. Die sind dann gebrieft, die wissen Bescheid. Über die AWS, über so eine Telefonnummer, können Sie sich dann auch informieren, wo Sie die Zangen und die Putzutensilien bekommen. Da wird dann auch organisiert, wie dieser Müll dann anschließend wieder abtransportiert wird. Und ja, die Bezirke sind dann die jeweiligen Ansprechpartner für Sie. Warum soll ich da mitmachen? Warum soll ich freiwillig Müll aufsammeln? Also ich kriege die Rückmeldung auch von den Bezirken, dass dieser Eventcharakter, dieses gemeinsame Aufsammeln des Mülls wirklich unglaublich viel Spaß bereitet. Also es ist auch so angedacht, dass man eben durch dieses Kollektiv auch Netzwerke aufbaut, Kontakte schließt und sich einfach auch mit diesem achtlos weggeworfenen auseinandersetzt und auch vor allem diese Kinder einfach ein bisschen impft, dass dieses Thema einfach ein bisschen platziert wird. Den Kindern ist dieses Thema unglaublich wichtig und das zeigt uns vom Förderverein auch, dass wir in der Sache dranbleiben müssen und die Kinder da möglichst auch frühzeitig für diese Themen sensibilisieren müssen. Jetzt haben Sie ein paar Mal das Wort Kinder genannt. Kann ich denn nicht mitmachen als Mit-30erin? Absolut, also die Zielgruppe ist völlig offen. Für diesen Aspekt dieser Prävention sind die Kinder natürlich wichtig, dass man möglichst frühzeitig mit diesen Themen anfängt. Aber natürlich machen da auch alle Zielgruppen mit. Also wie gesagt, von den Bezirken habe ich die Rückmeldung, dass auch Senioren da voller Freude mit dabei sind und den Müll aufsammeln. Jetzt ist das ein Wettbewerb und beim Wettbewerb kann man klassischerweise was gewinnen. Was gibt es, ein Müllauto? Nee, es gibt viel Geld. Es gibt immerhin 9.000 Euro, die ausgeschüttet werden. Wir haben uns jetzt in Absprache mit den Bezirken auf einen neuen Gewinnmodus geeinigt. Bisher ist es so gewesen, dass der Stadtbezirk, der die meisten Putzer pro Einwohner mobilisiert, gewinnt. Das hat natürlich zur Folge, dass jetzt ganz kleine Bezirke wie Pliningen, Birkach, also wenn die jetzt beispielsweise eine Schule mobilisieren und die da tatkräftig putzen, dann haben die eigentlich den ersten Platz so gut wie sicher. Während jetzt in Cannstatt, ein unglaublich großer Bezirk mit sehr vielen Einwohnern, ja nur sehr, sehr, sehr schwer an diese Gewinntöpfe herankommt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Sockelbetrag von 4.500 Euro und den schütten wir an alle Bezirke aus, die zumindest 50 Putzer mobilisiert haben. Das heißt, dass man da auch auf jeden Fall die Chance hat, ja auch an die Töpfe heranzukommen. Wo kriegt man denn die ganzen Infos her zu Let's Putz? Die kriegen Sie von mir. Also es gibt eine Webseite www.sichersauberstuttgart.de in einem Wort. Und da ist alles zu Let's Putz beschrieben. Da kann man sich auch einen Flyer herunterladen, der zwar derzeit noch in Arbeit ist, aber da gibt es trotzdem sehr viele andere Informationen. Ja, wie gesagt, übers Web kann man sich da sehr gut informieren. Sehr cool, dann sage ich vielen Dank. Weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit Let's Putz. Und schöne Grüße an Ihre Frau, die kann sich sehr glücklich schätzen bei einem Mann, der sich so viel mit Putzen beschäftigt.